take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es keine weitere Scorpion Challenge hier in diesem Video. Ihr seht es, es ist der Start der neuen alten Serie Bronze Pack to Glory. Und ich persönlich freue mich mega, dass wir jetzt dieses Jahr in FIFA 22 wieder reinstarten in die Bronze Pack to Glory. Ihr seht Episode 0 heute am Start. Das heißt, wir fangen ganz langsam an. Ja, wir fangen ganz langsam an. Ich werde euch ganz entspannt einmal erklären, was habe ich vor mit der Serie. Wir werden natürlich auch wieder eure Meinung mit reinfließen lassen in das Ganze. Also lasst mich das gerne wissen in den Kommentaren. Und ich habe auf jeden Fall vor, das Ganze wöchentlich aufzuziehen. Ich werde euch gleich im Detail alles erklären. Außerdem werde ich euch erklären, wie geht denn eigentlich diese Bronze-Pack-Methode dieses Jahr in FIFA 22. Und außerdem haben wir ja seit neuestem auch die Ligen-SBCs draußen. Die ersten drei Stück. Und das hilft uns natürlich bei der Bronze-Pack-Methode. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Wir starten rein diese Woche mit Episode 0. Und wie gesagt, falls ihr Bock habt, weiter auf diese Serie. Ich glaube, das ist die meiste Serie, die hier in Bezug auf die Community am meisten und am besten ankommt. Und so könnt ihr auf jeden Fall hier auch am meisten mitgestalten. Ich habe wieder vor, natürlich die Kommentarsektion wieder zu nutzen. Ja, also die ein oder anderen Kommentare natürlich in den nächsten Episoden dann auch wieder vorzulesen. Insofern, ja, ich bin mega gespannt. Ich bin mega gehypt. Und euch das Ganze jetzt hier ein bisschen vorzustellen. Bevor wir reinstarten ins Video, könnt ihr gerne das Video supporten mit dem fetten Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid, je mehr Likes, umso öfter kommt diese Serie. Und ihr könnt natürlich gerne auch, falls ihr neu seid, ein Abo dalassen. Falls ihr das schon getan habt, könnt ihr natürlich auch kostenlos einmal die Glocke aktivieren. Und ihr wisst Bescheid, für den Algorithmus einen Kommentar allein schon dazulassen, wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Gerne auch Watchtime dalassen. Ihr wisst, das hilft YouTube extrem weiter und uns in erster Linie. Also auf jeden Fall da den kostenlosen Support dalassen. Dann sind wir euch schon sehr, 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 sehr dankbar. Also Freunde, ich würde sagen, wir starten mal rein. Ich habe jetzt schon einige Tage, ja, hier auf der Transferliste einige Spots für euch hier mal ready gemacht. Und zwar fangen wir jetzt erstmal an, seit einigen Tagen sind ja die Ligen-SBCs draußen. Drei Stück, es werden natürlich immer und immer mehr. Mal gucken, wann die nächsten rauskommen. Ja, aber daraufhin haben sich natürlich die ein oder anderen Spieler sehr teuer verkauft, ja. Französische Liga, MLS und natürlich auch die Eredivisie-Spieler, sowohl natürlich dann auch Silber als auch Bronze. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir auf jeden Fall die ersten Episoden mal die Ligen-SBCs und den Grind natürlich auch austesten. Insofern werde ich ab jetzt jede französische erste Liga, MLS-Spielerkarte und Eredivisie-Bronze-Karten alle behalten. Jetzt bin ich aber erstmal hingegangen und habe erstmal alles verkauft. Ihr seht, die, die sie so normal verkauft haben, die sind normal von der Bronze-Pack-Methode einmal. Und dann haben wir da, wie gesagt, hier zum Beispiel einen Franzosen mit dabei, der sich dann für 2000 mal verkauft. Aber ihr seht, allgemein Bronze-Pack-Methode hat auch vorher, das sind jetzt schon bevor die Ligen-SBCs rauskommen, einige Verkäufe mit hier dabei. Ja, zum Beispiel Manager für 200, auch das ist immer mal mit dabei. Ja, kommen wir dazu zu den Verkäufen. Mein Plan ist jetzt mit euch gemeinsam, ihr seht ja oben immer die Coins und sowas, auf dem RTG-Account, auf dem Hauptaccount, jetzt nicht nochmal einen neuen Account aufzumachen. Ich habe euch das die letzten Jahre auch schon ein bisschen erklärt und ich glaube, da seid ihr auch gleicher Meinung wie ich. Lasst mich das gerne mal wissen, dass wir nicht einen separaten Account machen. Wir haben jetzt die letzten Jahre sehr, 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 sehr mehr als genug eigentlich bewiesen, dass man durch die Bronze Pack to Glory, Bronze Pack Methode natürlich Profit und Coins machen kann. Das brauche ich euch, glaube ich, euch nicht mehr beweisen. Ja, und da einfach die Zeit man dann nicht doppelt reinstecken muss, sondern ich hier schön auf dem RTG das Ganze grinden kann mit euch gemeinsam. Würde mich freuen, wenn ich das Ganze hier dann auch auf der RTG machen kann. Natürlich werde ich hier und da Investings je nachdem machen. Zum Beispiel mit 85ern habe ich ja hier teilweise ein paar gekauft damals. Also da werden die Coins natürlich mal nach unten gehen, mal nach oben. Das wird sich immer mal wieder ändern, ja? Aber ich denke, das ist ganz in Ordnung, also darauf nicht beeinflussen lassen. Ich werde euch dann in den Wochen, wo ich quasi kein Video online stelle an den Tagen, werde ich das Ganze dann immer off-Stream und off-Video quasi aufnehmen und dann in die nächste Episode, in die nächste Folge auf jeden Fall mit einbringen. Und da kann ich euch dann ganz entspannt die Verkäufe jeweils zeigen, werde dann auf die Transferliste gehen und euch zeigen hier, wer sich verkauft hat, werde euch dann im drüber sprechen und sagen, okay, hier zack, deshalb hat sich der verkauft und so weiter und so fort und das genauer euch dann nochmal erklären. Grundsätzlich dient diese Episode bzw. die ganze Geschichte der Bronze-Pack-Geschichte, der Bronze-Pack-Methode, ja.
Dieses Jahr ist es so, dass wir keine 400 Münzen im Sets da haben, sondern tatsächlich nur noch die 750er Sets. Aber das schränkt die Bronze-Pack-Methode absolut nicht ein. Drei Seltene haben wir da drin und wir haben maximal 64er Rating logischerweise. Und davon kann man endlos Packs öffnen und langfristig gesehen, und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, den ich euch hier einmal mitgeben möchte, das Ganze ist ein langer Grind und wer keine Lust hat darauf, auf diesen langen Grind, es kostet Zeit, ja, insofern, wer da keine Lust drauf hat, der ist hier vielleicht falsch, aber wer Bock hat, was zu grinden und Lust hat, und ihr seht im ersten Set jetzt hier direkt einen MLS-Spieler, der ist hier auf jeden Fall richtig, ja. Und ich habe eben gesagt, ich werde ab jetzt immer alle MLS-Spieler etc. pp. Einmal auf jeden Fall behalten. Der Punkt ist hier, ja, richtig nice Set eigentlich direkt, 100 Münzen. Da müsst ihr jetzt einmal entscheiden. Entweder ihr sagt, hey, Ligen-SBCs interessieren mich wirklich überhaupt nicht. Dann geht ihr natürlich folgendermaßen hin und sagt, okay, zack, hier, den verkaufe ich. Ja? Das ist dann quasi euer Move. Also das sind erstmal die Entscheidungen, die ihr treffen müsst. Nutze ich die Spieler für SBCs oder sage ich, okay, ich will sie verkaufen. So oder so werdet ihr auf jeden Fall profitieren natürlich, wenn ihr als Erstbesitzer die Spieler schon zieht, anstatt sie zu kaufen, kommt ihr profitabler weg. Aber natürlich auch, was den Profil angeht, könnt ihr damit richtig gute Coins machen. Ich werde ihn jetzt behalten, aber das schon mal auf jeden Fall im Kopf behalten, dass er auf jeden Fall sich theoretisch verkaufen lassen würde. Und da hätten wir von den 700 Münzen, haben wir ja gerade schon 100 zurückgeholt, hätten wir schon mal ein bisschen Profit gemacht. Bei den Verträgen, da ist es so, dass ich die immer discarde. Ich weiß nicht, wie ihr die Erfahrung gemacht habt, aber bei mir haben sich keine verkauft. Ich habe die ein paar Mal draufgestellt, das Ganze versucht. Und auch so Wappen oder Trikots. Hier gibt es ja welche, die das wirklich lieben, die zu sammeln. Aber ihr seht auch hier zum Beispiel die seltenen, je nachdem 70 Münzen geben die direkt. Und auch die Wappen und Choreos und Stadionthemen und whatever. Da bin ich kein Freund von. Ich stoße die persönlich immer ab. Ja, drei Spieler oder je nachdem auch mehr, tut er zurück in den Verein. Ja, Punkt Nummer 1 ist natürlich, die Spieler, die er in den Verein tut, die könnt ihr natürlich wunderbar für SBCs, Puzzle-SBCs und so weiter und so fort wunderbar nutzen. Oder natürlich, wie eben schon erwähnt, könnt ihr natürlich wunderbar dann für die jeweiligen Ligen-SBCs, davon werden, wie gesagt, die nächsten Tage und die nächsten Wochen einigen noch dazukommen. Oh, das ist ja, ja, guckt euch das an, guckt es euch an. Wir haben hier direkt einen am Start, der sich mindestens für 200 verkaufen würde, direkt, da können wir auch ein bisschen warten. Dann haben wir hier einen, der würde sich wahrscheinlich langfristig auch für 200 verkaufen. Ars haben wir dann am Start, ein Manager. Und das packe ich jetzt einfach alles erstmal in den Verein. Langfristig gesehen, man weiß nie, was für Puzzle-SBCs kommen, werden die euch auf jeden Fall helfen. Drei Spieler, ein Manager, zack rein. 176 Münzen gehen wieder zurück in den Verein. Und denkt euch jetzt so, hey, er verliert gerade einfach nur Coins. Aber Freunde, es ist ein langer Grind, es wird lange dauern, es kommt auf die Masse an, an den Sets, die man öffnet. Und wie gesagt, wenn ihr da pro Tag eine halbe Stunde zum Beispiel nur drin sitzt und Bronze-Packs öffnet, versucht es, ja? Macht euch nebenan eine Serie an, meine Videos abends, wenn ihr parallel zu den Videos, die abends regelmäßig kommen und auch manchmal am Tag da noch parallel dazu immer ein paar Bronze-Packs öffnet, macht das gerne. Hier zum Beispiel ein Bronze-Pack for free drin, hatte ich ewig nicht drin, aber hier spanische erste Liga natürlich, sobald da die Ligen-SPC rauskommt, wird der steigen, ich werde ihn mal behalten, ich könnte ihn jetzt auch hier für 400 Münzen reinstellen und würde Profit direkt mitnehmen. Also, ne, wenn ihr das natürlich dann auch immer und immer und immer wiederholt, dann habt ihr irgendwann eine massive Anzahl an Bronze-Spielern im Verein, sodass vielleicht sogar ihr im Endeffekt nur noch Duplikate zieht. Das heißt, ihr könnt dann wirklich alles verkaufen. Und das Gute ist, wenn eine neue und frische SBC rauskommt, ja, dann könnt ihr direkt reingehen in den Verein und die jeweiligen Spieler einmal wunderbar verkaufen. Ey, jetzt zum Beispiel hier könnten wir jetzt sagen, englische erste Liga, 400 Münzen und tschüss. Oder natürlich dann behalten für eine, und die wird definitiv kommen, Ligen-SBC der englischen Premier League. Und da werden wir ihn dann auch wieder nutzen können, ja. Also, das müsst ihr, wie gesagt, dafür entscheiden. Ich mache es immer so, dass ich auf jeden Fall alle Spieler einmal mir anschaue, ob sie sich verkaufen oder nicht. Und alle Spieler, die quasi mehr als 200 Coins auch dann kosten und direkt weggehen, würde ich dann anbieten. Ich würde nicht direkt alle anbieten, weil es dann euch den Transfer, die Transferliste zu voll macht. Ja, wenn ihr jetzt wirklich alle hier voll macht und dann jedes Pack 3, 4 oder 5 Spieler auf die Transferliste ballert, dann habt ihr gar keinen Platz mehr auf der Transferliste und das schränkt euch wirklich nur ein. Also wirklich jetzt nicht auf Krampf irgendwie versuchen, den einen oder anderen zu verkaufen. Über Nacht kann man die natürlich wunderbar anbieten. Ja? Immer eine Stunde oder resetten überhalb des, also ihr könntet zum Beispiel die App euch auch runterladen. Ich werde den jetzt zum Beispiel einmal discarden. Manche würden den jetzt für 200 Münzen
noch versuchen zu verkaufen. Aber ich glaube, den muss man 3 oder 4 Mal, wenn nicht sogar noch öfter, nochmal erneut anbieten. Und das ist mir dann einfach zu viel Zeit oder der Platz ist mir einfach zu wertvoll, um ihn dann einmal anzubieten. Hier haben wir jetzt nicht die erste Liga, sondern die dritte von Dortmund, aber 2 seltene. Und hier haben wir, oh, der war aber gerade ein bisschen teuer. Für 200 dürfte der relativ schnell weggehen. Das ist jetzt zum Beispiel einer, den werde ich einfach mal schnell anbieten. Manager, da hoffen wir natürlich auf den französischen, denn die sind bei 5k. Also französische Manager, sehr, 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 sehr beliebt. Also falls ihr da einen dann haben solltet, habt ihr direkt die ganzen Packs, die ihr vorher gemacht habt, natürlich zurückgeholt. Wir werden jetzt ein paar hier öffnen und dann gehen wir nochmal zurück zu den Ligen-SBCs. Das ist jetzt zum Beispiel einer, den würde ich jetzt für 400 Münzen anbieten und dann direkt den Profit hier einmal mitnehmen. Den packe ich erstmal zurück in den Verein, genauso wie ihn auch. Und hier den Innenverteidiger ebenfalls. Verträge werde ich wieder discarden, genauso wie die ganzen anderen Vereinsobjekte. 136 Münzen gehen zurück in den Verein. Und jetzt sind wir halt 3000 Münzen unten. Aber ihr müsst oder ihr dürft nicht vergessen, wir haben jetzt einige Bronzespieler zurück im Verein oder neue Spieler im Verein für Puzzle-SBCs und mehr und potenzielle Möglichkeit, dass sie natürlich hochgehen. Er jetzt zum Beispiel, könnte ich jetzt anbieten für 400, vielleicht verkauft er sich. Dann LM, nächster Brasilianer. Das ist natürlich nice, nice Geschichte, nice Nation. Allgemein Brasilien immer gut zu ziehen. Langfristig kann das nur von Profit am Ende da sein. Profitabel sein auf jeden Fall. Wir machen jetzt noch einen auf hier und gucken mal, wie das Ganze läuft. Aber wie gesagt, ich will euch jetzt auch nicht eine halbe Stunde oder 40 Minuten damit stören, dass wir hier nur Bronze-Sets machen. Lasst mich gerne mal wissen, wie viele ihr davon sehen wollt in den jeweiligen Episoden. Ich persönlich mag's, wenn ihr das Ganze, wie gesagt, dann auch live sehen könnt in den Folgen. Ich will nicht irgendwie von euch dann hören, der hat das nur so zusammengeschnitten und eigentlich verkauft er es nicht, der hat noch einen anderen Account und kauft sich dann immer die Spieler und alles ja nur Fake. Freunde, ich sag euch eins, Fake ist das definitiv nicht. Lasst uns doch das Browser-Pack aufmachen, was wir geschenkt bekommen haben. Vielleicht ist da was drin, was wir verkaufen können. Und dann gehen wir kurz zu den Ligen-SBCs. Oh hier, nice. 4 Spieler direkt. Jetzt keine hauptsächlich Ligen-SBC-Nation, ja. Aber nehmen wir mit. Ich denke, die werden jetzt alle nicht besonders teuer sein. Aber wie ihr wisst, ne, Foot Freeze wird noch kommen. Ja, Richtung Weihnachten Promos, Black Friday Promo kommt. Da werden die Spieler hilfreich sein, auf lange Sicht gesehen. So, wir haben jetzt den ein oder anderen Spieler angeboten auf der jeweiligen Transferliste. Wir haben anscheinend auch was verkauft. Okay, es war ein Goldspieler. Aber ihr seht, sie füllt sich nach und nach. Und das liegt, wie gesagt, bei euch, ob ihr mal mehr anbietet oder weniger von den Bronzespielern. Das liegt ganz persönlich bei euch. Gehen wir kurz zu den Squad Building Challenges. Da habe ich, wie schon erwähnt, seit kurzem haben wir ja die Ligen-SBCs. Ich persönlich habe mir gedacht, okay, ich grind sie jetzt mal und gebe denen mal eine Chance. Und da ist es so, dass wir unter anderem in diesen Mini-Challenges hier in den Anfangsdingern maximal Silber drin haben, ja. In den anderen beiden nicht, aber hier maximal Silber. Das heißt, wir können Bronze-Spieler und Silberspieler nutzen. Und da können wir jetzt beispielsweise hier in den Verein gehen. Okay, das ist jetzt hier eine Sache, da müssen wir aus einem Verein genau MLS-Spieler nehmen. Also das ist jetzt eine kniffligere Geschichte. Aber wir gucken uns das Ganze einfach mal an, was wir aktuell hier haben. Ja, wir haben die beiden jetzt hier als maximal Silberspieler. Und die natürlich jetzt zum Beispiel in dieser ersten SBC, ich guck mal gerade, ob bei der Eredivise, genau, hier Eredivise auch, maximal Silber. Hier wie gesagt genau 11, da müssen wir wirklich ein Verein vertreten haben. Aber hier beispielsweise sehr, sehr hilfreich. 60er Teamgesamtwertung, 85er Teamschmied, Silber- und Bronzespieler dürfen rein, maximal aus einem Verein und Eredivise-Spieler genau 11. Da können wir mal ganz schauen. Ich weiß, ich bin einmal schon durchgegangen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder den Verein voll habe, Eredivise. Ja, da haben wir auch 2, witzigerweise aus einem Verein. Also die würden tatsächlich jetzt für die andere SBC sogar besser passen. Aber wir können sie einfach mal schon mal reinstellen. Dann haben wir schon mal 2 von den 11 Spielern. Ja. Ah, okay, maximal aus einem Verein passt ja natürlich nicht. Klar, logisch. Ja. Also theoretisch könnten wir dir jetzt sagen, okay, wir machen hier komplett alle rein in diese zweite Eredivise-Challenge. Werde ich mir noch überlegen. Ligue 1 haben wir die 2 noch, die offen sind. Maximal Silber. Und da habe ich das Ganze eben schon mal ein bisschen ausgefüllt. Also ihr seht das Ganze, ja. Ich glaube, ich habe nicht mehr. 4 Silberkarten sind da jetzt am Start. Wir gehen mal kurz in die Ligue 1 rein und machen niedrig hoch. Ja, also das sind tatsächlich alle. Der Rest ist Gold.
So, und das heißt natürlich, wenn ihr da jetzt noch Silberspieler aus den Silberpacks natürlich, wie gesagt, das ist keine Bronzepack-Methode, aber Bronze-Spieler natürlich dann auch noch zieht, die können dann hier wunderbar rein. 85 Teamschmieds, 62er Teamgesamtwertung. Und das ist halt der Grind. Das ist der Grind. Ich bin mega gehypt. Wie gesagt, die können theoretisch auch hier rein. 70er Rating passt das perfekt. Da könnt ihr Bronze-Spieler nutzen. Auch 77er Rating, je nachdem, wie hoch die Spieler sind, könnt ihr ganz entspannt Bronze-Spieler nutzen. Bei der Eredivisie sieht es genauso aus. 75er Rating hier, 67er Rating bei der dritten und auch bei der MLS die Ratings sehr gering. 60, 65, 75 hier und 68. Also da können die ein oder anderen Bronze-Spieler ganz entspannt rein. Hier zum Beispiel der Silberspieler. Wir können jetzt hier den neuen MLS-Spieler eben reinstellen. Dann haben wir die Ligen-SBC zum Beispiel schon mal fertig. Lasst uns das eben tun. Den haben wir ja eben gezogen. Den Inform wollen wir logischerweise nicht abgeben. Und dann fehlen uns jetzt halt hier, wie gesagt, nur noch vier Spieler. Lasst uns das, wie gesagt, die nächsten Episoden auf jeden Fall angehen, diese SBCs hier abzuschließen. Neben dem Ganzen halt, wie gesagt, noch schön Profit mitnehmen durch die Verkäufe. Und ich werde jetzt auf jeden Fall, ja, ich mache das täglich, wie gesagt, mindestens eine halbe Stunde. Ich könnte es auch häufiger machen, bin ich mir sicher. Aber das ist, wie gesagt, der Grind. Ihr geht hin in den Shop, 750 Münzen-Sets öffnen und ich kann euch eins sagen, es lohnt sich. Wirklich, es ist mega, mega nice. Und ja, ich werde euch jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage die Highlights zusammenschneiden. Aus den besten Sets die besten Verkäufe. Und hier zum Beispiel Nebel von Mainz können wir jetzt für die nächste, wenn die Bundesliga-SBC draußen ist, schon mal mitnehmen oder halt jetzt für 500 Münzen verkaufen. Dann haben wir fast schon das ganze Set drin. Die discarden wir, dann nehmen wir ja fast ja, 90 Münzen mit und vier Spieler können rein in den Verein. Und wie gesagt, immer meine Empfehlung an euch: testet auf jeden Fall die Preise, denn je nachdem, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich schon auf irgendeinen Random-Spieler gegangen bin und aus irgendwelchen Gründen, auch wegen einer Footbin-Lösung oder sonst irgendwas, sind die durch die Decke gegangen. Ich weiß es nicht teilweise, weil manchmal ist es komplett random. Sag ich euch ganz ehrlich, manchmal ist es komplett random. Ah, und last but not least will ich euch auf jeden Fall noch kurz einmal zeigen, und zwar meinen Verein. Das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig. Und zwar, wie viele Bronze-Spieler habe ich denn jetzt eigentlich schon im Verein? Und da gehen wir auch gerne mal durch. Ihr seht, der Verein ist voll. Der Verein ist voll. Ja, also wirklich voll. Und da könnte ich jetzt seitenweise, stellt euch jetzt einfach mal vor, wir gehen mal gerade zum Ende der ganzen Seite, stellt euch mal vor, ich würde jetzt jeden einzelnen Spieler für mindestens 200 Münzen verkaufen, was das hier für eine profitable Geschichte ist. Also da ist dann einfach nur Money, Money, Money angesagt. Ihr seht das, ja. Ihr seht das, da müsste jetzt eigentlich, da müsste man halt auch regelmäßig, ich werde euch das in den nächsten Episoden alles genauer erklären, natürlich dann durchgehen und schauen. 41 Seiten habe ich da, geisteskrank. 41 Seiten, Freunde. 41 Seiten, das ist verrückt. 41 Seiten. Mal gucken, ob die 48er was bringen, weil so low rated ist aber nicht der Fall. Also da müsste man durchgehen und dann regelmäßig schauen, okay, ist der ein oder andere was wert? Und manchmal, ja, überrascht man sich dann selber. Eben schon erwähnt, manchmal ist es, oh, den habe ich gekauft für 200, warum auch immer irgendwann. Ja, sehr, sehr random teilweise. Wie gesagt, ich werde euch das Ganze in den nächsten Folgen und Episoden auf jeden Fall erklären. Falls ihr Bock habt, hierbei beizubleiben, bei dieser Folge Bronze Pack to Glory, natürlich auch heute Abend wieder frischer, neuer SBC-Content, wie ihr das täglich von mir gewohnt seid, gerne ein Abo dalassen, gerne die Glocke aktivieren, das Ganze ist kostenlos, for free, up to you. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend wieder oder bei der nächsten Bronze Pack to Glory Episode. Episode 0, das war's. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.